Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und ich habe ein kleines Problem. Ich würde nämlich ganz gerne jetzt Trinidad und Tobago einnehmen und ich würde auf der anderen Seite auch gerne jetzt hier gegen diese Piraten kämpfen, um mir noch ein paar Schiffe von denen zu holen. Und ich bin auch überlegen, aber sobald ich die angreife und das manuell mache, hängt sich mein Spiel irgendwann auf. Obwohl ich also deutlich überlegen bin von der Stärke her. Und wenn ich es automatisch mache, verliere ich die Schlacht immer. Auch wenn ich dieses Schiff hier dazu hole. Also habe ich mir gedacht, fuck you, wir machen es ein bisschen anders. Ja, du schipperst jetzt erstmal dahin und haust ab. Und wir erobern jetzt diese Provinz. Und das da ist ja sehr unspektakulär, deswegen machen wir das so. Ich fordere erstmal die Kapitulation, das lehnen sie ab und dann machen wir es automatisch. Und dann gehört uns diese Provinz. Und die Piraten sind vernichtet. Das heißt, diese Flotte ist jetzt auf einmal weg. Schade, ich hätte sie vorher gerne noch ein bisschen ausgenutzt. Okay, Provinz ist erobert, wunderbar. Trinidad und Tobago gehört jetzt uns. Und wir werden diesen fetten Trockendockhafen, bla bla bla, hier abreißen. Oder wenn wir den abreißen, lass ich schon gerade gucken. Nee, da fehlt mir die Kohle. Das ist schon ein Trockendock, ne? Dann lass es mal. Dann reiß mir lieber den Hafen da oben ab. Ich brauche hier noch eine fette Marinewerft, denke ich. Und du schipperst mal wieder hier hoch. Da kannst du nämlich nächste Runde noch zwei Milizeinheiten mitnehmen. Jetzt kann ich nicht. Oh, 780, echt jetzt? Dann gehst du mal hier mit an Bord. Nächste Runde werden wir hier unten ein paar Milizeinheiten absetzen. Pass auf, dann geh mal hin und dann befreist du die mal kurz von den Steuern, dass die, obwohl 0% geht ja eigentlich, ne? Dann machen wir das mal gerade so rum. Ich muss nochmal hier drüben nachgucken. Haben wir hier noch irgendwas Teures, was wir bauen? Ja, pass auf, du kannst noch einen kleinen Moment warten. Es ist wichtiger, dass wir hier das Verwaltungsgebäude reparieren. Und die würde ich gerne wieder fortbilden. Und das geht doch alles ganz, ganz fix. Ist das nicht schön? Okay, dann haben wir auch noch ein bisschen Kohle übrig. Was wir damit machen, das weiß ich noch gar nicht so genau. Wie sieht denn das hier mit der Diplomatie aus? Minus 19 ist okay, 41 ist okay, 11 ist okay, 75 ist okay. Ich warte darauf, dass dieses Missachtung von Abkommen irgendwann mal verschwindet. Aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Gut, unsere Armee ist ja auf dem Weg rüber. Und dann gehst du mal gerade hier hin und... obwohl, der steht eigentlich ganz gut da. Wobei... es würde ja auch nicht schaden, wenn wir sehen, was hier los ist. Wobei, wir sehen es ja eigentlich. Wie lange haben wir denn noch militärischen Zugang mit dem Krimkhanat? Ah, zeitlich nicht begrenzt, okay. Okay. Da habe ich das in einem Anflug von Euphorie gemacht. Ja, sehr schön. Meine Handelsflotten sind aber soweit in Ordnung. Gucken wir uns mal die nächste Runde an. Ich hole mir jetzt noch die zwei, drei Karibikinseln da unten, dann ist gut. Also die in, im nördlichen Südamerika. Also da halt eben auch, wo so, weiß ich nicht, welche ehemaligen Kolonien da waren. Ich glaube Surinam oder irgendwie so. Oh, die Österreicher versuchen jetzt den Krimkhanat einzuheizen. Das könnte interessant werden. Preußen zieht sich jetzt auch bei mir aus dem Territorium zurück. Ich glaube hier die ganze Zeit, sie haben überlegt, ob sie mir den Krieg erklären sollen, haben es dann aber aus irgendeinem Grund dann doch nicht gemacht. Also es scheint auch irgendwie, wenn man hier gegen die Piraten kämpft, manchmal scheint es zur territorialen Expansion dazu zu zählen und manchmal wiederum nicht. Also das ist alles ein bisschen komisch. So ganz steige ich da auch bei der Mechanik noch nicht durch. Vielleicht sind ja die Entwickler auch selber noch nicht so ganz durchgestiegen. Oder damals, als sie das Spiel gemacht haben. Ja,
Ansonsten ist es recht interessant. Ich möchte halt nur nicht nachher eine böse Überraschung erleben, dass dann irgendwie, keine Ahnung, mir irgendjemand aus heiterem Himmel oder so den Krieg erklärt, ohne dass ich da irgendwelche Vorbereitungen treffen kann. Also gegen Preußen sind wir so halb vorbereitet. Nicht so ganz, aber so halb immerhin. Okay, gut, das Krimkanat, es ist mir egal, was die da machen. Also solange sie mich nicht angreifen, ist es in Ordnung. Vielleicht plotten sie jetzt noch mal ein bisschen gegen Österreich. Das wäre ziemlich cool. Lübeck hat einen Hafen gebaut. Ja, dann bauen wir den doch direkt mal aus. Dann kriegen wir nur eine Handelsroute mehr. Was sie machen, weiß ich noch nicht. So, Flotte kommt an. Event Salchow. Was ist das jetzt? Das ist jetzt in Asien. Okay. Dann schauen wir mal gerade hier. Spanien. Dann hier unten, was ist da? Die scheint frei zu sein. Der ist auch frei. Dann gehen wir hier hin. 43. Dann können wir nächste Runde vielleicht mal gucken, was der da noch so bringt. Der ist auch frei. Nee, doch nicht. Krimkhanat. Okay, bei Brasilien. Das muss ich mir noch aufschreiben. Und Preußen. Das ist mal gut zu wissen. Also man könnte ja dann sich überlegen, wie das dann in einem Kriegsfalle aussieht, wie man das dann da genau macht, ne? Also jetzt mal nur so als Hintergedanke zu dieser Sache. Ich würde sagen, auch hier bauen wir nochmal eine Kirchenschule. Entsteht hier nochmal irgendwann was eigentlich? Ne, keine Dörfer mehr übrig. Aber die Kirchenschule reißen wir dann irgendwann nochmal ab. Das ist, glaube ich, okay. Rekrutierungsbericht, ganz viele Ostindienfahrer nochmal. Das ist doch schön. Piraten sind ja jetzt auch ausgeschaltet. Ich laufe dem mal hinterher. Ich laufe dem mal hinterher. Gucken wir mal, wie der da so drauf reagiert. 53 Jahre alt ist er. Warte mal, ich habe doch hier vorhin. Genau, ich habe doch hier den. Wie heißt er? Styrbjørn Haug. Du gehst mal hier in die Armee dazu. Und der General, der ist ja schon so ein alter Hauding, der geht mal hier runter. Ja, Gebäude errichtet. Das war der Hafen. Alles klar. Flotte kommt an. Das waren die. Okay. Boah, Alter, ist das übel! Wie viele Galeonen haben die denn? Das ist ja der Hass. Und dann können die auch noch alle handeln. Aber die Galeonen sind halt ultra teuer im Unterhalt. Das ist, glaube ich, nicht so. Das ist nämlich, glaube ich, nicht so schlau, mit denen so viel zu handeln. Also, ich glaube, so eine Galeone, die kostet bestimmt irgendwie 300 oder so. Und wenn so ein Handelshafen da nur 400 bringt. Naja. Ja, jetzt bauen wir aber hier endlich mal diesen bekackten Dingens aus. Ja, ihr wisst, was ich meine, da diese Eisengießerei. So, dann haben wir nur 1600 Kröten übrig. Da kannst du mir hier oben noch eine bauen. Eigentlich ist die Stadt hier prädestiniert dazu, um den Hafen auszubauen, weil man von da aus die Handelsschiffe sehr schnell hier rüber schicken kann. Schick mir noch einen nach Westafrika. So, das ist jetzt meine Asienflotte.
Elfenbeinküste. Da wollte ich mich ja noch umgucken. Stimmt. Frei. Frei. Mogulreich. Das muss ich mir noch aufschreiben. Und jetzt komme ich nicht mehr an meine Flotte ran. Nein, Mann. Aber die Briten, das war mir wichtig noch zu sehen. Okay. Gut, alles klar. Dann bist du dann nächste Runde wieder drauf. Wenn jetzt nächste Runde drei preußische Flotten kommen, dann kotze ich am Strahl. Ja. Unterwegs ostindische Inseln. Was? Ah, den sehe ich jetzt nicht, ne? Ah ja, okay, klar. Unterwegs ostindische... Ja, der ist schon bei den ostindischen Inseln. Sehe ich denn wenigstens wie viele Schiffe? Das sind ja vier. Ah ja, okay, gut. Da haben wir ja die Asienflotte dann. Unterwegs Elfenbeinküste. Nordostatlantik. Also der muss dann nicht mehr zu den ostindischen Inseln, sondern... Ostafrika... Ja, du gehst dann nach Ostafrika. Das ist dann meine Ostafrika-Flotte. So... Gut, weiter mit den Flotten. 15 Stück in der Karibik. Mhm, das weiß ich, was ich mit dir mache. Brasilianische Küste. 4 Stück. Also, wir haben Brasilien... Straße von Mosambik und Ostindien, fehlt also noch eine Flotte für die Elfenbein. Was? Fehlt jetzt also für die andere Küste noch eine. Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Verzeiht's mir bitte. So. Schiffchen vergessen. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, ich habe alle Schiffe. Okay, dann wirst du jetzt... Ne, Moment. Ja, doch. Okay, dann wirst du jetzt meine Westafrika-Flotte. Ach ja, Geografie ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Genau. Ja, das haben wir hier... Und da haben wir noch gar keinen. Da sind viel zu viele unterwegs in Richtung Elfenbeinküste, naja. Okay, fahr mal hier hin. Ups. Den Agenten nicht. Warte mal, hä? Warum kann ich denn da jetzt nicht die... Okay, pass auf, dann mach so. Fahr nochmal hier hin. Irgendwie habe ich das gerade mit der Armee nicht gesehen. Genau, so, die sind doch jetzt mal da, ne? Ja, dann befreien wir die mal gerade für eine Runde von den Steuern. Oder? Obwohl... wir machen es so rum. Bleib da. Bleib mal da. Nächste Runde geht es dann weiter hier Richtung Dingens. Französisch-Guyana.
Ja, das sind jetzt momentan so die Wirtschaftsteile. Es gibt momentan also wenig, was wir da an Krieg führen. Beziehungsweise, das liegt jetzt in allererster Linie. Da ist wieder diese Riesenarmee auf so einem Minischiff, auf so einer Miniflotte. Also, ja, jetzt guckt es euch an. Zack, und weg ist er. Der hat gerade eine komplett riesige britische Armee vernichtet. Alter Schwede, ist das übel. Also, alter Schwede jetzt, in dem vielleicht sogar alter Franzose, ich weiß es nicht. Oh, ist das brutal, ey. Das Krimkhanat droht jetzt gerade eine Provinz gegen Österreich zu verlieren. Wäre das so derbe? Wäre das so derbe? Mann, Mann, Mann. Okay, Preußen scheint sich jetzt wieder ein bisschen um Österreich kümmern zu wollen. Das Osmanische Reich zieht sich da aus Armenien ein Stück zurück. Vielleicht haben sie Probleme mit den Persern, ich weiß ja nicht genau. Zumindest sehen wir da ein paar noch nicht ganz so signifikante Truppenbewegungen der Perser, aber es könnte durchaus sein, dass die weiter Richtung Norden vorstoßen wollen, um Armenien einzunehmen. Das Krimkhanat muss jetzt eigentlich alle Register ziehen und seine Provinz verstärkt garnisonieren. Macht er aber nicht, sondern stattdessen bewegt er seine größte Armee Richtung Nordrussland, Nordasien quasi. Also zieht sie genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben einen neuen Agenten, den wir jetzt auf jeden Fall mal in die Richtung des Krimkhanats schicken werden. Dann stirbt ein Staatsbeamter von uns, der Thorsten. Wir gucken mal, wer war denn der Thorsten? Das könnte sinnvollerweise da mal stehen. Dieser Mann ist nach Jahren der treuen Dienste für die Regierung in seinem Amt gestorben. Das ist doch saublöd. Agent rekrutiert. Rasmussen, protestantischer Missionar in Litauen. Ja, dann mache ich mal gerade 100%. Dann mach doch mal gerade hier draus 100%, bitte. Damit sind zwei Katholiken da. Naja, okay, gut, aber es sind ja meine Verbündeten. Ja, also ich wollte mir meine Minister nochmal gerade angucken. Wer könnte sein? Grizzly. Der Grizzly. Ja, ein richtiger Grizzly, der Typ. Ehrlich, harter Ruf. Minus unzufrieden. Justizverwaltung, ehrlich, bloß ins Verwaltung. Da komm, da geh mal hin und dann nimm mal den Burschen hier als Amerika-Beauftragten. So, wer könnte es denn gewesen sein vorhin? Die Leute sind aber alle gut. Vielleicht war es auch irgendein Dödel, geizig und sparsam, mit Reisen, mit Verbindungen. Taktiker und ein ehrlicher Taktiker. Aber da habe ich momentan echt bessere. Plus 1 Repression am Schauplatz, na also, das ist doch ganz passabel. So, Flotte kommt an. Der Konrad. Der Conny. Da komm, Conny, du gehst mal hier hin. Ach, ich kann nur auf ein Feld. Hä? Nee, ich kann auf gar kein Feld. Ich kann das Schiff überhaupt nicht bewegen. Ja, bist du an Land gegangen oder was? Pass auf, ich bin gerade runter. Ich kann es doch nicht mal versenken. Der bleibt jetzt wahrscheinlich bis an sein Lebensende da stehen. Ah, jetzt geht's. Doch nicht. Ich glaube, ich muss das Schiff versenken. Wir hatten da die Fangleine ausgeworfen. So ein Lappen, ey, ohne Quark. Okay, lass mal das mal. Längengraduhr.
Der Weg ist versperrt. Ja, das merke ich auch gerade, aber warum ist der da versperrt? Ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt. Egal. Vielleicht liegt es wirklich an der Flotte des Mogulreiches. Es könnte tatsächlich sein. Ich glaube, hier unten kann auch nichts mehr entstehen. Ne? Keine Dörfer mehr übrig. Jawohl, dann nehmen wir doch hier den Handelshafen. Dann bauen wir das Ding da auch nochmal gerade aus. Hier einen kommerziellen Hafen in Schweden. Cool. Machen wir das mal hier auch. Eigenschaften erhalten. Diebesjäger und Kenntnisse vor Ort. Okay, neue Stadt entsteht. Volocek. Die Ordnung ist momentan noch gut, aber es schadet bestimmt nicht. Ah ne, hier haben wir noch eine. Hier haben wir noch ein Theater. Sollen wir in Moskau noch eine zweite Uni bauen? Wir können auch eine Kirchenschule bauen. Können es auch lassen. Zeige ich mal. Minus 6 Zufriedenheit. Boah. Komm, bau mir so ein Teil. Okay, Agent rekrutiert, Agent rekrutiert. Astronomische Aberration. Wunderbar. Dann. Ah, das ist ja mein Fischereihafen. Ja. Ja. Was kannst du? Nix. Oder du brauchst zumindest mal noch nix. Oh, wir können hier Stockholms Slot bauen. Das klingt doch nach einer Herausforderung, oder? 10.000 Kröten oder was das da kostet, ne? Ja, ja, genau, du segelst mal weiter. Ja. Frag mich jetzt momentan noch so ein bisschen, was bist du denn da für einer? Schau dir mal den Bettnässer an. Hol mal noch einen Granadier. Und du baust mal hier oben noch zwei Milizeinheiten. Nur mal so zur Sicherheit. So, du läufst mal hier zu dem. Und du gehst mal hier rüber. So, ich mach mal einen Quick Save. Ah ja, schön. Ja, was sagen denn unsere diplomatischen Beziehungen? Frankreich 45, Großbritannien minus 15. Preußen minus 7. Österreich minus 63. Spanien 10. Stark und wohlhabend. Order mottagna. Ja, befälhavare. Skeppsorder mottagna. Befälhavare. Marsch. Skeppsorder mottagna. Ett liv till sjöss, så spännande. Ja, kapten. Skeppsorder. Går inte kapten. Jag smyger mig fram. Mhm. Vielleicht holen wir hier. Vielleicht holen wir uns das Ding da noch.
Komme ich auch noch irgendwann an meine Armee? Anfall! Wir fangen dich! Wir belagern das Ding nochmal. Und dann mache ich an der Stelle mal Schluss mit dem Part, Leute. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Vielleicht nehmen wir die Provinz dann auch gerade ein. Und dann wünsche ich euch alles Gute und sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.